So, das hier ist meine Wassertrennungsanlage. Funktioniert elektrolytisch. Die Mischung ganz einfach: Wasser und die folgenden Zutaten: Salz und Zitronensäure, also Zitronensaft. So, als Zubehör bräuchte man mindestens einen kleinen Chemiebaukasten wegen dem Reagenzgläser. Dann bräuchte man noch einen Halbleiter, einen Kohlestift, der mal hier drin war. Den habe ich in die Anlage eingebaut. Die Anlage ist von meinem Onkel. Er war mal Chemielehrer. Das ist dieses Ding hier mit den Ventilen und dem Schlauch. Der Halbleiter ist da drin eigentlich, in diesem Teil, weil dort Chlorgas entsteht und durch das Chlorgas kann es passieren. Sieht man vielleicht sogar blubbern, ja, das Metall an diesem Gas oxidiert. Deswegen habe ich einen Halbleiter eingesetzt. So, auf der Seite, wo es ganz fleißig blubbert, dort wird Wasserstoff hergestellt. Der blubbert hier hoch an diese Kammer, dann über dieses Ventil und diesen Schlauch in dieses Wasserbad. Von diesem Wasserbad blubbert es dann in dieses Reagenzglas. Kann man jetzt schlecht erkennen. Ja, das Chlorgas habe ich versucht mit diesem Aluminiumschwamm ein wenig abzuoxidieren. Scheint nicht so ganz zu funktionieren. Das Ventil ist zu. Wir kriegen aber keine Chlorgasvergiftung. So, die Elektrolyse entsteht über diese beiden Kabel hier unten. Verbunden mit einem Handy-Aufladegerät. Das ist da unten, dieser kleine Kasten. Zip, bis hinten an die Steckdose. Ja, so funktioniert das eigentlich alles. Und damit versuche ich jetzt erstmal Wasser herzustellen. Wasserstoff. Diese Versprecher, das ist dann auf dem Tonband so gruselig. Ja, das ist eigentlich der ganze Aufbau der Anlage. Vielen Dank. Nochmal, damit man es erkennt. Hier blubbert das Wasserstoff in das Reagenzglas. Bildet sich wieder eine Blase. Blub. Und landet da oben. Sieht voll nach Science Fiction aus hier. Eine blubbernde Röhre und vorne ein eigenartiges Reagenzglas. Naja. Der Fokus will sich nicht so ganz einstellen hier. Deswegen müssen wir das von etwas weiter angucken. Ja, so fange ich das auf.